Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Adventskalender aus dem Pelletier Verlag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen Blick hineinzuwerfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Pelletier Verlag habe ich ja schon bereits zwei Bücher herausgebracht. Das ist einmal Sammy endlich ankommen und auch mein Schwangerschaftstagebuch Hallo Mr. Bauchi. Und ja, schon im letzten Jahr hat Danny auch schon einen Adventskalender rausgebracht und zwar war das der Zimttölpel und den bekommt ihr tatsächlich auch dieses Jahr wieder dort zu kaufen, wenn ihr möchtet. Da sind noch ein paar Exemplare verfügbar und es gibt jetzt quasi eine Fortsetzung davon, die aber tatsächlich separat auch von der Geschichte da zu betrachten ist. Da geht es auch um den Zimttölpel unter dem ganzen Bereich Weihnachten in Gefahr. Und heute darf ich euch auch zwei Kapitel aus dem Buch vorlesen, beziehungsweise aus dem Adventskalender. Denn wir haben bei diesem Adventskalender, der übrigens 24,99 € kostet, 24 Briefe drin. So schaut der Adventskalender aus. Wir haben hier einen Pappkarton, wo Handmade draufsteht, denn das Ganze ist wirklich handgemacht. Also Danny sitzt da den ganzen Tag und packt diese ganzen wundervollen Adventskalender. Hier ist ein Pelletier Verlagsticker drauf und wenn ihr den Kalender bestellen möchtet oder generell auch die Bücher, dann könnt ihr dort mit dem Code Claudi mich entsprechend unterstützen. Aufgrund der Buchpreisbindung gibt es dort leider nicht die Möglichkeit, dass ich halt quasi dann Rabatt für euch hätte, ne? Aber ihr bekommt als kleines Dankeschön, dass ihr mich dann ja auch durch den Code supportet, eine Autogrammkarte halt mit dabei gelegt von mir. Und dann mache ich mal den Adventskalender auf und zeige euch mal, wie der ankommt. Ich habe, glaube ich, gestern noch ein Video gesehen, wo Danny gezeigt hat, wie er dann auch die Adventskalender immer packt. Das ist echt süß gemacht. Du hast hier 2 Meter Schnur dabei, dann hast du 25 Holzklammern in diesem Säckchen und 24 Briefumschläge. Das ist der Wahnsinn. Die können dann natürlich schön aufgehangen werden und das werde ich auch in der Weihnachtszeit machen. Letztes Jahr konnte ich das nicht, weil ich da einfach überhaupt keine Zeit für hatte. Aber ich habe die Julius tatsächlich dann auch ganz am Anfang immer vorgelesen. Und diese Briefumschläge sind dieses Jahr aber ganz besonders schön. Die kann ich euch mal zeigen. Wir haben hier so wirklich weihnachtlich, ne, diese Glocken hier drauf. Dann hier die entsprechende Zahl. Und auf der anderen Seite ist das Ganze auch sehr, sehr schön weihnachtlich gestaltet. Also ein richtig schönes Winterwunderland. Da hat Danny wirklich ganz tolle Umschläge ausgesucht. Mag ich gerne. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Geschichte, muss ich sagen, denn ich möchte echt wissen, wie es Tomte so weiter ergeht in seinem Weihnachtswunderland. Und ich darf mir dann nämlich jetzt hier die ersten zwei Kapitel schnappen und Erwin trägt dann den Rest vom Schützenfest auf sich im Hintergrund. Wie gesagt, ich setze euch den Link dazu in die Infobox und dann würde ich sagen, schauen wir mal in die ersten beiden Kläppchen rein. Da habe ich einmal hier die Nummer 1. Und das sind super, super, super schöne Briefumschläge. Und man muss sich das vorstellen, dass Danny da sitzt, den ganzen Tag lang, 5 bis 6 Stunden pro Tag und Adventskalender packt, ne? Briefe falten, eintüten. Ich glaube 20 Minuten, sagte er ungefähr, 20 Minuten, halbe Stunde pro Adventskalender. Das ist schon krass, ne? Und dann schauen wir mal. Oh, wir haben am ersten Tag ein Gedicht drin. Türchen Nummer 1. Weihnachten in Gefahr. 23 Tage bis Weihnachten. Ein Gedicht von Danny Pelletier. Ich wünsche dir eine wundervolle Weihnachtszeit. Schön, dass es dich gibt. Am 1. Dezember, der Winterwind weht kalt. Der Krampus erhebt sich aus dem tiefen Eiswald. Seine Ketten klirren, sein Atem wie Rauch. Er will Weihnachten aufhalten mit finsterem Brauch. Mit Augen voll Hass und einem grimmigen Sinn schleicht er durchs Land auf der Suche nach dem Gewinn. Die Lichter erlöschen, die Freude verpflegt, der Krampus bringt Angst, das Fest er bekriegt. Die Kinder erzittern, die Herzen voll Bangen, ihre Hoffnung und Freude beginnt zu erlangen. Doch der Krampus schreitet voran ohne Rast, er strebt danach, Weihnachten zu rauben, zu lösen die Last. Die Nacht vergeht und der Morgen bricht an, die Menschen erwachen in Angst und Wahn. Ob der Krampus das Weihnachtsfest siegreich verwehrt, liegt in den Händen der Menschen, von ihnen bestimmt und geehrt. Lasst uns die Botschaft in unseren Herzen tragen, gemeinsam können wir das Böse vertreiben und verjagen. Für das wahre Weihnachtsfest, das uns verbindet und bewegt, gemeinsam stehen wir fest, die Liebe in uns trägt und hegt. Schön! Okay, wir sind schon mal eingestimmt auf das, was uns da erwartet. Also Weihnachten ist in Gefahr und dann schauen wir mal. In Kapitel Nummer 2
wie das Ganze sich so weiterentwickeln darf. 22 Tage bis Weihnachten. Tomte, der kleine Wichtel des Weihnachtsmannes, wischte sich eine Schweißperle von seiner Stirn. Weihnachten war in 22 Tagen und seine Backstube war im vollen Betrieb. Seit einem Jahr schon stand er im Dienst des Weihnachtsmannes und liebte jeden Tag seiner Tätigkeit. Seine gemütliche Hütte am Nordpol hatte er aufgegeben, um im Dorf des Weihnachtsmannes zu leben und zu arbeiten. Hier hatte er seine eigene kleine Backstube und erhielt jeden Morgen einen Zettel mit den Rezepten, die er für die anderen Wichtel backen sollte. Heute war eine besondere Herausforderung auf dem Zettel vermerkt: Kavum-Kekse. Tomte wusste, dass dieser Teig höchst explosiv war. Aber diese Kekse waren notwendig, um die Zuckerschneemassen des Zuckerwattenberges in Bewegung zu setzen. Zum Glück stand er nicht alleine vor dieser Aufgabe. Sein Freund, der Lebkuchenmann, saß auf der Tischkante und beobachtete den kleinen Wichtel aufmerksam. Sie arbeiteten als eingespieltes Team zusammen. Der Lebkuchenmann reichte ihm abwechselnd schwarzen Pfeffer, Chilischoten und schwarze Lakritze. Tomte vermischte die würzigen Zutaten vorsichtig mit einem großen Schneebesen, während der Lebkuchenmann voller Vorfreude über das neue Rezept klatschte. Die beiden Freunde hatten schon so viele gemeinsame Abenteuer erlebt und ihre Freundschaft wuchs mit jedem Tag. Behutsam strich Tomte den schwarzen Teig auf das Backblech. Er dachte an die vergangenen Male, als die würzige Keksmischung um seine spitzen Ohren geflogen war und musste schmunzeln. Doch diesmal ging alles glatt und die Kekse waren bereit, gebacken zu werden. Hier hätte ich mir tatsächlich auch noch gewünscht, dass Danny vielleicht ganz kreativ gesehen, auch so als kleinen Bezug auf sein Backbuch, vielleicht eine kleine Rezeptidee hier mit beigegeben hätte. Das hätte ich wirklich witzig gefunden. Aber wer weiß, vielleicht erwartet uns das ja tatsächlich auch schon am 3. Dezember. Denn ich habe euch jetzt die ersten beiden Briefe vorgelesen, die ersten beiden Kläppchen geöffnet quasi. Und so konntet ihr schon mal so einen kleinen Einblick bekommen in das, was Danny dann auch für euch so geplant hat. Ich finde es ziemlich cool gemacht. Mich hat der Adventskalender letztes Jahr echt immer wieder zum Schmunzeln gebracht. Es ist eine Geschichte, die man halt super sowohl für sich selber als Leseratte zum Beispiel sich gönnen kann. Es ist ja auch einfach schnell, dass man sich das einfach täglich durchlesen kann, um sich da einfach auch gedanklich in eine ganz andere Welt führen zu lassen, die unheimlich niedlich ist. Aber man kann sowas auch super seinen Kindern vorlesen. Also ich finde, dass die Geschichte auch super kindgerecht geschrieben ist. Ich kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen, euch das mal anzuschauen. Was auch noch eine Idee ist, ich habe es jetzt nicht hier, aber ich habe es gehört, dass Danny tatsächlich von dem Adventskalender vom letzten Jahr ein komplett gebundenes Buch gemacht hat für 7,99 €, ne? Das ist halt super, super günstig und da sind auch ganz viele Illustrationen drin, bunte Illustrationen und dass man halt dort die Geschichte in einem gebundenen Buch hat anstelle von den Umschlägen und die vielleicht so in der Vorweihnachtszeit lesen kann und dann in der Weihnachtszeit selber den Adventskalender Nummer 2, also jetzt von diesem Jahr öffnen kann, der ja zwar losgebunden von dem ersten Teil ist, ne, aber es ist halt immer bei Danny ziemlich cool, dass er die Bücher schon ein Stück weit aufeinander aufbauen lässt, aber du musst nicht das vorige Buch gelesen haben, um das nächste Buch lesen zu können. Ne? Das finde ich immer ganz angenehm. Und ja, das wäre einmal so ein bisschen diese kleine Adventskalendervorstellung gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann so weitergeht. Ne? Mark Tomte, das ist einfach ein sympathisches Kerlchen, muss ich sagen. Und wenn ihr Bock habt, euch noch weitere Kinderbücher durchzulesen, da kommen wir nämlich zu so einem kleinen Plot-Twist hier, habe ich hier was für euch. Und zwar hat Danny mir dieses Buch hier mit reingelegt. Und zwar ist das Egon auf Reisen. Auch das ist der zweite Teil der Kinderbuchreihe von Danny. Egon, das Käsenmonster, ist ein Buch, was er schon vor einigen Jahren geschrieben hat und dieses Jahr auch in der zweiten Auflage wieder rausgebracht hat. Und dann hat er tatsächlich dieses Jahr auch noch den zweiten Teil geschrieben, der aber auch losgelöst davon gelesen werden kann. Ne? Und da ich dieses Buch mir damals selber bei ihm privat auch bestellt habe, werde ich einfach dieses hier, was er signiert hat und so, an euch verlosen in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Und da würde ich euch einfach mal ganz gerne so den Klappentext hinten vorlesen. Endlich ist es Sommer und der 10-jährige Max freut sich auf seinen wohlverdienten Urlaub in Spanien. Doch was als entspannte Reise mit seinen Eltern geplant war, verwandelt sich plötzlich in ein fantastisches Abenteuer, als Egon als blinder Passagier heimlich mitreist. Gemeinsam stürzen sich Max und Egon in eine Reihe spannender und unerwarteter Ereignisse. Sie tauchen ein in eine Welt voller Geheimnisse und treffen auf die faszinierenden Weltraumkatzen, die ihnen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Seite stehen.
Doch nicht alles ist so, wie es scheint, denn hinter der idyllischen Urlaubskulisse lauern dunkle Mächte und gefährliche Monster. Während Max und Egon die Freundschaft mit den Weltraumkatzen vertiefen, müssen sie ihre eigenen Ängste überwinden und ihre verborgenen Talente entdecken, um sich den Herausforderungen zu stellen. Sie müssen die Geheimnisse der Weltraumkatzen und die wahre Bedrohung, die über ihnen schwebt, enthüllen. Tauche ein in diese fesselnde Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und Mut. Begleite Max und Egon auf ihrer Reise durch eine spannende Welt und lerne, dass manchmal die größten Abenteuer im Kleinen zu finden sind. Egon auf Reisen ist ein Buch für alle jungen und älteren Leser, die bereit sind, die Grenzen ihrer Vorstellungskraft zu überschreiten und die Magie des Unbekannten zu erkunden. Bist du bereit, das Geheimnis zu lüften? Mega süß und das erste Buch ist auch schon richtig abgegangen, muss ich wirklich sagen. Und ja, genau, richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf, das auch mit Julius dann lesen zu können oder ihm vorlesen zu können. Ich glaube, hier ist sogar so ein bisschen auch, genau, die bisherigen Charaktere sind hier nämlich auch vorgestellt worden. Und das ist richtig nice. Und hier sehen wir auch Max, also Max ist das, ne? Egon. Und hier ist eine Weltraumkatze. Und ja, wirklich auch ein sehr, sehr cooles Buch. Also den ersten Teil fand ich schon richtig geil. Den zweiten habe ich noch nicht gelesen. Und empfehlenswert. Verlinke ich euch auch in der Infobox, genau. Und ja. Ein etwas anderes Unboxing, ne? Weil man halt nicht so viel... Ich kann euch ja nicht die ganzen Bücher hier vorlesen, das wird ein bisschen schwierig. Vielen, vielen Dank an Danny, dass du mir den Adventskalender tatsächlich schon sehr, sehr viel früher zukommen lassen hast und ich so meine Neugierde etwas stillen konnte. Und der Adventskalender wird meines Wissens nach dann wirklich auch komplett im November an alle versendet, die dann auch bestellt haben, sodass man ihn natürlich auch wirklich passend zur Weihnachtszeit bei sich zu Hause haben kann und ja, dann auch schon, also auch genug Zeit noch hat, um ihn aufzuhängen. Und ich werde ihn definitiv aufhängen und dann kann ich jeden Tag mit Schatzi ein neues Kapitel öffnen und Julius dann eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich freue mich tatsächlich sehr drüber. Nun, ihr Lieben, das war es jetzt hier schon mit diesem sehr verrückten, sehr, sehr anderen Unboxing. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ja, schaut bei Danny vorbei, schaut im Pelletier Verlag vorbei, schaut in der Infobox vorbei und denkt dran, mit Claudi supportet ihr mich ein bisschen und bekommt eine Autogrammkarte mit dazu und ja, genau, das wär's. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.